$40 Strafe. Wegen eines zu spät zurückgebrachten Films. Das kann doch nicht wahr sein, ärgert sich Reed Hastings und gründet vor mehr als 20 Jahren seine eigene Online-Videothek. Netflix. Wir alle lieben solche Geschichten. Sie sind so simpel und klingen fast schon romantisch. Doch so einfach ist es nicht wirklich, erinnert sich Mark Randolph, der Mitgründer des Unternehmens. Man müsse nämlich aktiv nach guten Ideen suchen und würde nicht einfach über sie stolpern. Na gut, wie sieht dann die wahre Gründungsgeschichte von Netflix aus, Mark Randolph? Januar 1997, Mark Randolph geht schon auf die 40 zu, als er gerade gekündigt wird. Gefeuert, entlassen. Der Grund? Das Unternehmen, für das er zu der Zeit arbeitet, erschaffen und geleitet von einem Mann namens Reed Hastings, wurde von einem noch größeren Unternehmen gekauft. Mark wird jetzt nicht mehr gebraucht. Anders als erwartet, gibt es jedoch keine typische Verabschiedungszeremonie unter Kollegen oder ein trauriges Zusammenpacken der Habseligkeiten vom Schreibtisch. Nein, Mark Randolph wird Silicon Valley-artig entlassen. Wartet mal, habe ich das gerade richtig verstanden? Ich werde hier nichts mehr zu tun haben, soll aber trotzdem weiterhin für ein halbes Jahr vor Ort sein? Ja, richtig. Wir haben ja vielleicht noch Fragen an Sie. Das heißt, ich werde bezahlt und meine Aktienoptionen werden nicht verfallen? Ja, natürlich. Und ich kann mein Büro mit Whiteboard und schnellem Internet so lange behalten? Ja. Und ich muss nichts weiter tun? Nein, einfach nur für den Notfall erreichbar sein. Hammer, ich bin dabei, denkt sich Mark. Ihm ist sofort klar, genug mit dem Angestellten-Dasein. Die Zeit werde ich nutzen, um mein eigenes Unternehmen zu gründen. Nun, Reed Hastings geht es ähnlich. Auch von ihm trennt man sich auf vergleichbare Weise. Doch will er als frischgebackener Multimillionär erstmal kein neues Business starten, erinnert sich Mark. Ein harter Cut scheint jedoch ebenfalls ausgeschlossen, denn Reed, der Vollblut-Entrepreneur, will einen Fuß in der Tür zur Start-up-Welt lassen. Also sagt er zu Mark, seinem langjährigen Kollegen, lass uns mal zusammen was überlegen. Ich werde die Gründung finanzieren und du kannst die Firma dann leiten. Aber muss man dafür nicht erstmal aktiv nach einer guten Idee suchen, Mark? Richtig, machen sie ja. Denn beide Männer leben damals in derselben Stadt. Jeden Tag fahren sie in einer Fahrgemeinschaft zusammen ins Büro. Also nutzen sie die Autofahrten fortan einfach für Brainstorming-Sessions. Jeden Tag besprechen sie ihre Einfälle. Dutzende Ideen. Nein, Hunderte, behauptet Mark. Mit diesen Ideen geht er dann in sein Büro, nutzt das Whiteboard und das schnelle Internet und macht sich an die Recherche. Und am Ende des Tages setzt er sich wieder ins Auto und berichtet Reed, was er alles herausgefunden hat. So geht das jeden Tag. Inspiration beziehen sie dabei aus dem Alltag. Doch die meisten Ideen waren schrecklich, erinnert sich Mark. Er braucht oft nur sehr wenig Zeit, um zu checken, wo die Schwachstellen sind. Gründe, warum auch Idee Nummer 87 nicht funktionieren wird. Einer ihrer Einfälle ist schließlich ein Videoverleih per Post. Eine große Branche. Sogar 1997 wären im Videomarkt wohl schon Milliarden umgesetzt worden, während der Big Player zu der Zeit womöglich ein lukratives Geschäftsfeld zu übersehen scheint. Also fängt Mark mal wieder an zu recherchieren. Doch damals gab es Filme noch auf diesen großen, unhandlichen Kassetten. Die waren meist teuer, zerbrechlich und schwer. Schnell wird ihm klar, das wird nicht funktionieren. Und so wird auch diese Idee bald wieder begraben. Bis Reed etwa 2 Monate später ganz nebenbei von dieser neuen Technologie namens DVD erzählt. Entwickelt für Filme, dünn und leicht, in der Größe einer Musik-CD. Das bringt die beiden Männer auf eine Idee. DVDs gibt es in den USA zu dem Zeitpunkt noch keine, also fahren sie zu einem Musikgeschäft und kaufen eine CD. Dann besorgen sie sich einen kleinen, günstigen Briefumschlag, packen die CD da rein, schreiben Reeds Adresse drauf und verschicken sie. Direkt am nächsten Tag, als Mark zu seinem Kollegen ins Auto steigt, sagt Reed nichts.
Er hält einfach nur den Briefumschlag mit der unbeschädigten CD hoch, die in weniger als 24 Stunden bei ihm zu Hause angekommen war. Kostenpunkt: eine läppische Briefmarke. Zum ersten Mal sagen sie sich, okay, das könnte funktionieren. Schon ein paar Monate später stellt Reed einen Check über 1,9 Millionen Dollar aus. Mark beginnt, eine Handvoll Leute einzustellen und ein kleines Büro zu mieten. Dort verbringen sie ein halbes Jahr damit, die erste Website zu bauen. Eine Website, die heutzutage fast jeder in weniger als 30 Minuten erstellen könnte, gibt Mark rückblickend zu. Naja, gut, ist ja auch schon eine ganze Weile her. Am 14. April 1998 geht dann die Netflix-Homepage in den USA an den Start. Mark erinnert sich, das, was man da damals sehen konnte, hatte nur sehr wenig mit dem Netflix der Gegenwart zu tun. Einer der Hauptgründe? Kein Streaming. Wenn sich die Kunden einen Netflix-Film ansehen wollten, bekamen sie ihn als DVD zugeschickt, mit 2 Tagen Lieferzeit. Genau wie in stationären Videotheken gab es Rückgabefristen und Versäumnisgebühren. So ziemlich der einzige Unterschied hätte darin bestanden, dass alles online ablief, sagt Mark. Doch an diesem 14. April 1998 denkt noch niemand drüber nach, wie Netflix 9 Jahre später sein Geschäftsmodell auf Streaming umstellen kann, wie sie über Algorithmen zu immer besseren Videoempfehlungen kommen können, wie man eines Tages mit Vorwürfen zur Steuervermeidung umgehen oder während einer Corona-Pandemie für eine Überlastung der Internetbandbreite sorgen wird. Nein, an diesem 14. April 1998 fragt sich Mark Randolph lediglich, kann das wirklich funktionieren? Eine Frage, die sich Netflix vor kurzem bei der Einführung des Konkurrenten Disney Plus womöglich immer noch stellt. Warum es für sie jetzt eng werden könnte, hat Valulis bereits diskutiert. Und eine weitere interessante Biografie ist hier ebenfalls verlinkt. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograf.